Willkommen zurück. Schön, dass wir da bis heute zur unbequemen Wahrheit über das Frauenansprechen. Ich möchte dich heute mal von all den Marketingversprechen, den Verkaufsargumenten und allen anderen Dingen, die man dir zum Thema Frauenansprechen oder Mythen, die man dir zum Thema Frauenansprechen erzählt hat, befreien und dir aus meiner Erfahrung als Coach, meiner Erfahrung mittlerweile über 5 Jahre als Coach mit tausenden Teilnehmern, mit selbst tausenden Frauen, die ich in meiner Lebenszeit angesprochen habe, bestimmt 5, 6, 10.000, super viele Frauen. Daraus möchte ich dir berichten und möchte dir erklären, ja, was es wirklich braucht oder was wirklich die Wahrheit ist, wenn wir uns jetzt um das Thema Frauen ansprechen kümmern. Also zuerst muss ich dazu sagen, bevor ich zu dem Eigentlichen komme, was ich dir verraten möchte, zuerst muss ich sagen, dass ich Frauen ansprechen, diese Fähigkeit, Frauen ansprechen zu können im Alltag, im Club, wo auch immer du jetzt gerade willst, betrachte ich als eine der wertvollsten Fähigkeiten, die ein Mann überhaupt besitzen kann. Na, und ich meine das wirklich so in Gesprächen, wenn ich jetzt mit Teilnehmern in den Telefongesprächen bin, dann sage ich auch immer wieder, ich bin traurig mit jedem Mann, der diese Erfahrung nicht hat machen können. Denn das ist einfach geil, rauszugehen, Frauen zu sprechen. Ich habe letztens in einem Video schon darüber geredet, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die Möglichkeit, dein Liebesleben in deine eigene Hand zu nehmen und auch die Abenteuer, die du erlebst, wirklich die Abenteuer, die Art und Weise, wie dein Verstand, die Grenzen deines Verstands erweitert werden, wenn du siehst, boah, guck mal, ich kann am Tag theoretisch einen mit nach Hause nehmen oder ich kann innerhalb von kürzester Zeit mit der Schlaf oder ich kann wirklich tolle Frauen im Alter kennenlernen, mit denen ich dann in eine Beziehung komme oder was auch immer du dir vorstellst. Allein das zu erleben, eine der geilsten Sachen überhaupt. Und wie gesagt, ich bin wirklich traurig um jeden Mann, der sich nicht in seiner Lebenszeit mit dieser Sache auseinandersetzt, der das nie nutzt, der sein Potenzial da nicht voll entfaltet. Wenn du dazugehörst, tut mir leid, komm zu mir ins Coaching und bring dein Leben aufs nächste Level, ohne Scheiß. Das ist eine der geilsten Sachen überhaupt. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nach mehr als 5 Jahren Arbeit und mehr als 10 Jahren Beschäftigung mit dem ganzen Thema immer noch dabei bin. So, jetzt aber mal zu den unbequemen Sachen des Frauenansprechens. Und da gibt es auf jeden Fall welche. Also nichts konfrontiert dich so hart mit der Realität und auch mit deinen eigenen Ängsten und Unsicherheiten, habe ich letztens schon mal gesagt, wie Frauen anzusprechen. Nichts konfrontiert dich härter. Wenn du bis jetzt dachtest, du bist ein krasser Typ und hast es drauf mit Frauen und gehst jetzt raus, Frauen ansprechen, dann wirst du relativ schnell merken, auf welchem Level du wirklich bist. Dann wirst du auch relativ schnell merken, welchen, ich sag mal, sofortigen Anziehungswert du auf Frauen hast. Den kann man natürlich steigern, man kann natürlich besser werden im Flirten, aber ich sag mal so, du dachtest vielleicht, du bist krass unterwegs im Flirtmarkt oder im Datingmarkt und dann kommst du auf die Straße und merkst erstmal, ui, hartes Pflaster. Ne? Also es wird auch viel von dir verlangen. Also Frauen ansprechen verlangt dir alles ab, was du hast. Es ist nichts für Weichgesottene, es ist nur wirklich was für welche, die sagen, okay, ich will das machen, ich will in diese Richtung gehen, ich will mich selbst herausfinden, ich will über die Grenzen, ich will über den Widerstand und mich meinen Ängsten stellen. Das ist ein harter Prozess. Und was auch hart an dem Prozess ist, dass du wirklich auch viele Frauen ansprechen musst. Also du musst auch viele Frauen ansprechen, damit was Cooles dabei rumkommt. Und das geht sogar auch mir teilweise noch so. Ja, auch ich muss mich immer noch durch einige Frauen durcharbeiten, die nicht passen, bis ich dann zum nächsten komme, wo es gut passt. Ja, klar. Immer wenn du besser wirst mit Fortschritten deines Skills, wird das natürlich immer weniger. Du musst durch immer weniger Frauen dich durcharbeiten, nenne ich es jetzt mal, um zu guten Frauen zu kommen. Das wird immer weniger, aber es ist immer noch, du musst dranbleiben, du musst mit den Ablehnungen umgehen können. Du musst es machen. Also du kannst nicht einfach erwarten, boah, jetzt spreche ich mal eine Frau in der Woche an und jetzt kommt dann dieses super magische Ergebnis raus. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, wenn du im Alltag eine Frau siehst, die dir gefällt, dann sprichst du sie halt optimalerweise an. Heißt jetzt nicht, dass du es immer machen musst. Du musst dich jetzt nicht künstlich unter Stress setzen, das meine ich überhaupt nicht. Aber wenn du wirklich coole Ergebnisse haben willst, wenn du viele Frauen kennenlernen willst, dann ja, dann musst du halt wirklich die Möglichkeiten auch mitnehmen. Das hängt natürlich nochmal ganz stark davon ab, wo du wohnst. Ne? Ich jetzt in einer größeren Stadt, ist das nicht so das Problem, wenn du in einer kleineren Stadt wohnst, dann musst du die Möglichkeiten speziell nochmal mitnehmen, denn da hast du halt auch nochmal weniger. Ne? Also es ist wirklich hart, es fordert alles von dir und alle, die dir erzählen, oh, innerhalb von einer Woche lernst du das oder sag nur diesen speziellen Satz oder diesen Trick und dann kriegst du alle Frauen. Kompletter Bullshit, kompletter Marketing-Bullshit, glaub diesen Sachen nicht. Frauen anzusprechen ist eine der spaßigsten, abenteuerlichsten und geilsten Erfahrungssachen, die du im Leben machen kannst und gleichzeitig einer der härtesten Sachen, die dich am meisten herausfordert. Das muss man ganz klar so sehen. Es ist nicht purer Spaß, yeah, Freude. Es ist auch Herausforderung, je nachdem, wie weit du halt in deiner inneren Entwicklung als Mann stehst. Ja, wenn du, ich kenne auch Männer, die waren schon sehr gefestigt, als sie damit angefangen haben und die haben dann halt nicht so sehr mit diesen Sachen zu kämpfen gehabt, von denen ich gerade geredet habe. Aber die meisten Männer, mich inkludiert, die damit anfangen, ja, die fangen halt von einem ziemlich Low-Punkt an und müssen dann einfach diese persönliche Entwicklung durchmachen, die auch, wie gesagt, unglaublich
hart dann an manchen Stellen sein kann. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall alles wert. Es ist eine harte Sache und ich hatte mal jemanden, der kam dann zu mir und hat mich gefragt, hey Tim, was ist denn jetzt eigentlich dieser eine Spruch, mit dem man jede Frau bekommen kann? Und ja, diesen Spruch gibt es einfach nicht. Du kannst nicht jede Frau bekommen und du kannst auch so gut werden, wie du willst von deinem Skill, du kannst nicht jede Frau bekommen. Und auch das ist so eine Sache, mit der man sich abfinden muss. Man muss sich aktiv mit der Tatsache auseinandersetzen, hey, nicht jede Frau steht auf mich, weil wenn du keine Frauen ansprichst, dann kriegst du das nicht so sehr mit, weil du sprichst ja nicht mit so vielen Frauen, du kriegst ja nicht so viel Feedback. Ja, du hast vielleicht ein-, zweimal im Jahr lernst vielleicht eine neue Frau durch den Freundeskreis kennen und das ist dann dein Feedback. Aber wenn du unterwegs bist, im Alltag ansprichst, vielleicht täglich dir 4, 5 Frauen begegnen, die du ansprichst, dann hast du so viel Feedback und mit diesem Feedback musst du umzugehen lernen. Aber wie gesagt, unglaubliche Entwicklungsmöglichkeit durch dieses Feedback, was du da bekommst. Das ist halt hart, das ist gerade am Anfang hart und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele Leute, die anfangen, wieder aussteigen. Weil natürlich, die schlechtesten Ergebnisse hast du tendenziell am Anfang. Das heißt, das ist die Phase, wo du am meisten dich durchackern musst, wo du am meisten ein bisschen durchpushen musst, ja, wo du dranbleiben musst. Das ist auch der Grund, warum viele Leute dann zu mir ins Coaching kommen, weil sie es alleine nicht hinbekommen und das verstehe ich vollkommen. Ne? Ich habe das geschafft, das schafft aber nicht jeder. Und also es ist eine harte Nummer, es lohnt sich zu 1000%, aber pass auf vor diesen falschen Versprechungen und hab nicht das falsche Bild im Kopf. Was ich damals auch viel gemacht habe, das kennst du vielleicht auch als Anfänger, wenn du jetzt einer bist. Ich habe viel im Forum gelesen, im Pickup-Forum zum Beispiel, wo Leute so ihre Verführungsstories erzählt haben. Und diese Stories lesen sich wunderbar. Das ist alles fein, das ist alles super. Oder auch wenn du jetzt hier auf meinem Channel mal so eine Verführungsstory hörst. Manchmal habe ich ja so Videos gemacht, wo ich das erzählt habe. Ich verlinke mal eins hier, erster Link in der Beschreibung. Kannst du mal reinschauen. Das war eine Verführung auf Mallorca damals. Wenn man das so sieht oder wenn du mich das dann erzählen hörst, das klingt alles immer so wunderbar, so einfach, als wäre es die lockerste Sache der Welt und es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Wenn du in der Realität bist, merkst du, wie messy das Ganze ist, wie durcheinander, wie viel Chaos da drin steckt, wie oft du während des Gesprächs die Führung übernehmen musst, wie oft du irgendwas entscheiden musst, dann musst du hier wieder mit irgendeinem Problem umgehen, dann ist hier wieder irgendein Widerstand der Frau und das sind Sachen, die kommen mal einfach. Nicht ständig, nicht regelmäßig und wenn das so ist, dann stimmt vielleicht irgendwas in deiner Art und Weise zu flirten nicht, aber das passiert halt einfach, das gehört dazu. Und du musst mit diesen Sachen umzugehen lernen. Und das ist frustrierend, das kann unglaublich frustrierend sein. Und so schön, wie es dann mal dargestellt wird, ist es halt einfach nicht. Mach dir das bewusst, bevor du anfängst mit diesem ganzen Thema, bevor du dich da reinstürzen möchtest. Aber tu es, stürz dich bitte rein. Also, wie gesagt, jeder Mann, der das nicht gemacht hat, schade drum, mach es, geh auf diese Reise, erlebe ein paar der geilsten Erlebnisse, Momente oder Jahre deines Lebens, ja, wenn du jung bist, gerade dann, aber nicht nur dann, ich habe auch ganz viele ältere Leute in meinen Coachings, wenn du jung bist, mach diese Reise, 20er oder was auch immer, mach diese Reise, mach ein paar Jahre, geh ein bisschen ab, hab ein bisschen Spaß, stell dich deinen Ängsten, lass dich ein bisschen fertig machen von der Wahrheit, die dahinter steckt. Ich hoffe, du erkennst es an meinem Enthusiasmus, in dem ich über das Thema rede, es ist einfach geil. Und mit diesem Wort möchte ich es abschließen. Hoffe, das Video hat dir gefallen und du bist jetzt bereit durchzustarten. Wenn das so ist, links neben mir kannst du den schnell abonnieren, um weitere Infos zu erhalten, die dir dann auf deiner Reise weiterhelfen. Unter mir kannst du dir einen der letzten Coachingplätze fürs Sommer kannst du dich ja bewerben für einen letzten Coachingplatz im Sommer. Sommer ist immer eine geile Zeit, um zu beginnen, um auch im Coaching anzufangen. Und unten rechts geht es zu einem Video, das ich empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung ist nochmal so eine Führungsstory von mir. Schau da auch mal vorbei. Wir sehen uns übermorgen wieder. Geil, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao.